Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die, Folge Nummer 19. Ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Gibt nicht viel, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich habe jetzt natürlich einen geilen Fehler gemacht. Dass ich den Ladebildschirm jetzt hier mit drin habe. Haben wir noch gar nicht gesehen, sowas. Guck mal, Mama, freihändig. Ja. Ja. Ja, bisher sind auch nicht so viel Kommentare irgendwie bei mir gelandet. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, könnte man ja mal machen. Muss man aber nicht. Aha, da sind wir. Mein Bein ist verstaucht. Schiene, ja. Mein Bein ist geschient. Ja, das hatten wir. So, 1446. Was war unser nächster Plan? Wir haben den Eimer. Schmerztabletten. Wir haben Teig, wir haben Pflanzenfaser, wir wollten Kerzen machen. So, zwei Kerzen. Jetzt kommen wir hier mit unserem Klumpfuß. Wollen wir hier unten mal ein bisschen für Erleuchtung sorgen. Damit wir die Tür jedes Mal sehen. Und auch hier ist es wichtig, dass wir die Tür dann sehen, wenn es dunkel ist. Unser alter Rucksack. Au! Ah, ich Intelligenzbestie. Eigentlich wollte ich das Holzding hier reparieren, aber ist ja egal. Sind hier nicht irgendwo Vorräte gelandet? Wir sind schon wieder weg. Oh, was machen wir nun? Ja. Was machen wir nun? Wir sammeln einfach ein paar Ressourcen. Ich will diese fetten Steine hier endlich weg haben. Also daran haben wir noch lange zu arbeiten. Ich weiß doch gar nicht, wie viel Holz haben wir eigentlich noch. Guck ich gleich mal kurz nach. Das ist ja nicht sonderlich viel. Aber Stein haben wir nur 209. Ist auch nicht sehr viel. Ja. Ist kaputt gegangen. Verwerten wir dich mal. Und machen uns einen neuen. Dann kriegen wir nämlich auch Eisen und dann können wir uns auch wieder geschmiedetes Eisen machen. Was ja ganz praktisch ist.
Ach, ist das schön. Diese Ruhe, dieser Frieden. Wobei ich am Überlegen bin, ob wir nicht nochmal von diesen Holzfällen ein paar aufstellen wollen. Nur so zur Sicherheit. Munition, Waffen. Ja, Holzstacheln. Machen wir uns mal wieder drei Stück. Dann müssen wir uns eben Holz farmen. Und noch haben wir ein bisschen Zeit. Oh, Kaktus. Können wir auch wieder einen neuen Baum pflanzen, das ist ja nicht schlecht. So. Damit hier auch alles schön Platz zum Wachsen haben. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Hunger haben wir eigentlich. Das müssen wir da sehen können. Nahrung 92. Okay. Zombie-Bereste. Danke fürs Dosenfutter. Was war das? Das war jetzt nicht meine Schuld. Oh, hier ist was aufgeploppt. Böse. Schmerztabletten rein. Zack. Das war's auch schon. Na komm, schmeiß mir das Papier da ins Bücherregal. Das Feuer wärmt mich. Schön. Geschmiedetes Eisen.
So. Können wir eigentlich auch ein bisschen Eisen so herstellen. Regel. Okay. Schallwurst, was brauchen wir ja noch nicht. Hat sie das auch erledigt? Ach ja, eine ganz ruhige Folge ist das heute. Huch. Na, schau mal einer, guck. Riesenspitzhacke brauchen wir 20. Riesenschaufel, Klauenhammer. Was wir eigentlich wollten, war doch Gartnerhacke da. Brauchen wir noch 8 Eisen. Okay. Holzrahmen, da haben wir ihn. Brauchen wir eben ein. Es gefällt mir nicht, dass man hier so da durchgucken kann. So. Und Eisen da rein. Das alte Sandwich da rein. Messing packen wir da auch rein. Das wollten wir Fleisch, das wollten wir in den Kühlschrank packen. Ne? Baumwollsamen. Feder packen wir da auch ein. Wobei die Federn können wir jetzt ja eigentlich nehmen. Dann machen wir uns nochmal einen Bogen und Pfeile. Klingt gut. Was? Ah, verdammt. Ja, ich hab's immer noch nicht so ganz raus mit dem ganzen. Was hat unser Lagerfeuer? Was können wir hier machen? Können wir wieder Teig machen einmal? Okay. Machen wir uns noch eine Kerze hier für dich. Unsere geilen Klamotten. Fällt mir ein, was haben wir denn hier noch Klamotten technisch? Stofffetzen. Poncho, Stoffbein, Schienen, Stoffbein. Okay, wie kann man alle nur erlernen? Ja, davon haben wir ja noch ein paar. Warum wir nicht gleich die Bohnen? Ich
Bin ich durstig? Oh. Das ist aber nett, dass er mir das sagt. Können wir Scharfschützengewehr basteln? Ein Jagdmesser könnten wir. Du kennst das erforderliche Rezept nicht. Ja, das ist natürlich doof. Öl, Stoffwetzen, Kehlband. Öl hätten wir, Stoffwetzen hätten wir auch. Nur Klebeband fehlt uns. Das ist doof. Kann man irgendwie Klebeband herstellen? Klebeband. Kleber und Stofffetzen. Nehmen wir uns mal die Stofffetzen hier. Dann machen wir uns mal eben kurz Klebeband. Ja, durch die Stofffetzen. Aber wir haben keinen Kleber. Kann man hier irgendwie Kleber? Nee. Das ist natürlich doof. Brennendes Fass. Das Brennerfass ist ein wesentlicher Bestandteil einer jeden postapokalyptischen Landschaft. Ja, das brauchen wir aber nicht wirklich. Also nicht wirklich was Interessantes. Was brauchen wir denn hier noch? Kartoffeln haben wir keine. Wildbret haben wir. Können wir uns besorgen. Ei und Flasche Wasser. Wildbret, Flasche Wasser. Gemüseeintopf. Kartoffeln, Maiskolben, Pilze, Flasche Wasser. Okay, Maisbrot. Maismehl und eine Flasche Wasser. Ja, das können wir machen. Da ist der Kleber. Großer Knochen. Eine Flasche trübes Wasser. Alles klar. Also wir brauchen noch Knochen. Ja, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns dann irgendwie Knochen besorgen, glaube ich, hoffe ich. Und auf jeden Fall bis dahin, habt viel Spaß. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.